Bam, Leute! Willkommen! Euer LineTube! Wir spielen das Spellsword Deck weiter. Das ist doch in Ordnung. Außer das Dick von Azura. Das kann auch wegbleiben. Das wird später nützlich sein. Oder vielleicht jetzt. Doch, wir lassen es. Vorsichtshalber. Vielleicht spielt er ja wieder so eine schnelle Karte, die aufeinander aufbaut. Ihr wisst ja, was es ist. Und macht die unglaublich stark. Und dann hätte ich es bereut. Zum Gruße, Bürger. Okay. Stirb. Dodger. Fangen wir also an. Ja, die zwei hier sind ja ganz nett, aber das wird so sehr schnell vorbei sein, wenn der so weitermacht. Okay, wir spielen den Baumhirten aus. Eine große Wahl haben wir da ja nicht. Entweder geht er mit ihr oder mit ihm rein. Mit ihm lohnt sich das jetzt eher weniger, das wäre so mittelgut. Und sie würde ihr Schutzschild verlieren. Das ist natürlich Tor Nummer 3. Der Feuerblitz, was denn sonst? Okay, hier können wir das Dick von Azura einsetzen. Das ist doch schon mal perfekt. So, jetzt bedrohen wir noch. Zittert vor meinem Zorn. Ich bin böse. Ich bin böse. Oh, jetzt ist er gepisst. Wirf gleich mal mit Blitzen nach uns. Wer bist du? Zeus! Jetzt reicht's mir. Spielen wir diesen Wiesen. Und spielen dann noch diesen Wiesen. Weil wir brauchen die auf jeden Fall auf einer Seite. Denn wir haben hier diesen plündernden Tribun und der möchte aufs Schlachtfeld gerufen werden. Der schreit danach, dass wenn wir ihn dann beschwören, bekommen die hier Entzug und wir können unser Leben wieder zurückholen, das wir verloren haben. Das hört sich doch nach einem Plan an. Und dann ist er natürlich auch mit auf dem Feld und wir spielen dann einfach noch einmal und können noch mehr Leben generieren. Das ist der Plan fürs Erste. Zu mir. So. Plündernder Tribun vor Gewinn. Machen wir erstmal dem hier, dann mit dem hier 5 Leben zurückbekommen. Mehr können wir leider nicht machen. Wir könnten versuchen, einfach mehr Schaden zuzufügen, als er uns zufügen kann. Weil jetzt da irgendwie die Seite zu wechseln wird schwierig. Das können wir dann höchstens in der 10. Runde machen. Der ist echt schnell. Das machen wir trotzdem so. Das müssen wir halt Glück haben, ne? So, machen wir so. Und dann machen wir das so. Jetzt haben wir da wieder ein bisschen Leben generieren können. Jetzt den Baumhirten zu spielen ist so eine Sache. Okay, von denen würde keiner sterben. Von daher spielen wir jetzt den Baumhirten aus. Bekommen einen Magiker dazu. Und könnten eventuell in der nächsten Runde was Gescheites spielen. Die überlisten mich nicht. Oh, das sieht schlecht aus. Macht unglaublich viel Schaden. Fordert mich nicht heraus. Aber der Schaden, den wir machen, der ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Hat er das überhaupt mitbedacht? Ich meine, wenn ihn jetzt nichts aufhält, dann haben wir gewonnen. Keine Gefangenen. Machen wir natürlich immer so.
Tada! Dann haben wir einfach mal ein Rush-Deck ausgerusht, ha? Okay, cool, Leute. Wir springen direkt ins nächste. Bis gleich. Leute, ich bin gerade so sauer. Ich bin so sauer auf mich selber. Ich habe gerade ein Spiel gehabt, das Game of the Week würdig gewesen wäre. Und was macht dieser Vollidiot? Er nimmt's nicht auf. Er nimmt's nicht auf. Ich glaub's einfach nicht. Jetzt ohne Scheiß. Ohne Mist. Ich hasse sowas, wenn sowas passiert. Vor allem dann sind das immer so die Best Matches. Nimmst du es nicht auf? So, was ist los? Leute, drückt immer den Aufnahmeknopf. Immer den Aufnahmeknopf drücken. Okay. Wir haben einen Schwarmverteidiger, das ist schon mal ganz gut. Das hätte ich doch lieber im Deck gehabt. Der plündernde Tribun. Das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen die Magika. Können wir in der nächsten Runde bereits einen von denen hier spielen? Ich tendiere natürlich zu einem Schwarmverteidiger. Was haben wir denn hier? Der Bewahrer der Wurzel ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir den spielen. Immerhin wird er ja stärker. Und sofern wir uns jetzt noch nicht verteidigen müssen, ist das auch gar nicht so schlimm. Same und Schuppe. Rushen wir doch mal. Ich werde den Hieß beschützen. So, der gibt uns die Möglichkeit, ein gutes, ja, so gute Kreaturenwelle aufzubauen. Die ja vielleicht nicht so schnell auffällt. Ihr schwimmt in tiefen Wasser. Ich bin geirrt. Das fällt er richtig schnell auf. Heiltrank. Ei, Barke und Wurzel. So, das brechen wir direkt auf. Schwarmverteidiger und dann noch das Schergenteil. Und dann könnten wir mit dem plündernden Tribun um die Ecke kommen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. In der letzten Folge haben wir gerusht. Das war ziemlich krass. Das war echt krass. Werden wir hier nicht so gut hinkriegen, weil da die Welle nicht so gut ist. Aber was soll ich mich mit dem da anlegen? Sehr sinnlos. Ah, durchdringender Speer. Und dann können wir schön weitermachen. Okay, unser Ziel, der Eisenatronach. That's our mission. Gewalt ist meine Kraft, mein Mut. Der Glückliche. So, die killen wir. Ah, der Heiltrank kostet ja mittlerweile 2, das habe ich ganz vergessen. Ja, der ist trotzdem vollkommen in Ordnung. In diesem Deck. Vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn man ihn als Prophezeiung zieht, ist er immer noch kostenlos. Na gut. Ich guck mal, ob der Aufnahmeknopf gedrückt ist. Ist gedrückt. Jetzt würde ich sonst schreien. So, mach mir ruhig mal ein bisschen Schaden. Ich glaube, das geht nicht. Oh, da hat er vor der 7. Runde Angst. Ich merke das schon. Was haben wir denn hier? Ich merke das schon. Also, die 12. will ich ganz schnell erreichen. Ganz, ganz schnell will ich die erreichen. Hier gehen wir rein. Dann gehen wir hier noch rein. Und ich hoffe mal, dass er da nicht irgendwelche Möglichkeiten hat. Weil das wäre natürlich extrem krass, diese Combo, dass wir plündernder Tribun machen. Obwohl, das ist scheißegal. Und wenn er ihn jetzt verstummen lassen würde. Das wäre natürlich richtig cool, weil dann können wir ihm trotzdem einen Zug geben. Ja, der tötet ihn stattdessen. Der Sack. Ob er angreift? Nee. Der wohl will uns natürlich jetzt ausspielen. Ja.
Der killt den. Wir müssen gucken. Das wäre jetzt halt eben ein Fehler, ne? Es wurden Fehler begangen. Es wurden Fehler begangen. Ich danke euch. Brennt alles nieder. Spielen wir hier? Und den Haltrang spielen wir, wenn es nötig ist. Vielleicht halten wir es ja noch aus, bis Odawin kommt. Reißt unsere unheilige Oberin. Das wird richtig gut. Wow. Da ist er jetzt echt stark. Zwei Runden müssten wir noch aushalten, dann könnten wir eigentlich die meisten seiner Kreaturen zerstören. Denn er wird natürlich jetzt versuchen, ein gutes Board aufzubauen. Aber greift uns nicht an. Das ist richtig geil und das ist jetzt perfekt. Denn das werde ich jetzt auch tun. Oh ja, Baby. Keine Gefangenen. Oh ja. So, das stößt natürlich jetzt ein ziemliches Loch in sein Board. Aber da kann er jetzt ganz easy reingehen. Und den hier töten. Oder auch nicht. Oder doch, aber nur er stirbt dann halt nicht, ne? Er verliert aber Leben und das ist halt gut, wenn wir Odawin spielen. Und der wird nervig. Der wird nervig, weil wir den nicht so schnell wegbekommen. Okay, doch. Den sollten wir verstummen lassen. Könnten aber auch den verstummen lassen. Ne, das war Schwachsinn. Den müssen wir schon verstummen lassen, weil sonst würden die Kreaturen ständig 2-2 bekommen. Das wäre nervig. Und wir können in der nächsten Runde Odawin spielen. Der denkt ja, wir haben ein Rush-Deck, oder? Weil wir da so unverfroren sind. Machen wir so. Keine Gefangenen. Machen so. Okay, das Gute ist, wir können mit Odawin das meiste auslöschen, ist jetzt aber nicht gerade das ideale Feld dafür. Also falls er jetzt noch sehr viel ausspielt, dann wäre es natürlich clever. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass er sehr viel Gift hat. Oder das Deck ist halt der Tod für den Eisenatronaren. Also der ist lächerlich gegen das Deck. Sowas sollte man halt eben nur ganz zum Schluss spielen, wenn er seine ganzen Scheißkarten da ausgespielt hat. Hm. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Leute, ich habe die Idee, wie wir den wegbekommen. Wir verstummen ihn. So, jetzt hat er alle seine Effekte verloren. Und wenn er denkt, der kann den jetzt töten, soll er ruhig machen. Wir können dann mit Odawin um die Ecke kommen. Das ist dann schon ganz cool. Und hier wird er den wahrscheinlich auch töten. Das soll er dann aber selber entscheiden. Wenn er es nicht macht, den bekommen wir auf jeden Fall weg. Den bekommen wir halt nicht weg. Vielleicht entscheidet er sich auch spontan ins Gesicht zu gehen, was ich mir aber nicht so vorstellen kann. Akzeptiert das. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass er denkt, er hat uns jetzt in der Bredouille und spielt viele kleine... Dass er da reingeht, war klar. Dass er jetzt viele kleine Kreaturen ausspielt, die wir dann auslöschen können. Oh, jetzt gibt er uns erstmal Karten, das ist super. Euer Ende naht. Schon sind wir erschossen. Oh, das ist scheiße. Die Wasser des Lebens. Okay, jetzt müssen wir leider Odawin spielen. Also der Plan, dass der den killt, ist leider nicht aufgegangen. Ein bisschen doof.
Kreatur und kann es mit meinem nicht aufnehmen. Dann müssen wir so machen. Hat jetzt leider nicht viel ausgelöscht. Aber den kriegen wir dann wenigstens weg. Also wenn er jetzt komplett ins Gesicht geht, dann ist er mutig. Wir können uns dann noch heilen und haben den ruhelosen Templer, und um uns noch zu heilen. Also ein paar Möglichkeiten hätten wir noch, um Leben wieder zurückzubekommen. Ob er jetzt ins Gesicht geht oder den Oderwing attackiert, das ist jetzt eine gute Frage. Der hat jetzt bestimmt genug Möglichkeiten, um den noch wegzubekommen. Ja, dadurch halt, ne? Ist klar. Aber jetzt hat er davon sehr viele rausgehauen. Also ruheloser Templer. Und hier die Verteidigung mit dem Baum hinten. Das wäre schon ganz cool. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir müssen es riskieren. Ich habe da keine große Wahl. Und jetzt heilen wir uns noch ein Stück. Das macht einfach zu viel Damage. Jetzt können wir einfach nur beten, dass er jetzt alle seine Quatschkarten rausgehauen hat. Hat er nicht. Ist trotzdem eine gefährliche Karte, damit können wir den immer noch wegbekommen. Die Wasser des Lebens. Können immer noch die Karte wegbekommen, und die ist, das ist die, die gefährlich ist. Aber jetzt bin ich gespannt, ob er versucht, die zu töten. Nein, er geht ins Gesicht. Wir könnten hier die komplette Seite vernichten. Das wäre, that's our chance. Da geht er rein. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir das wirklich so machen sollten. Weil die kriegen wir auf jeden Fall weg, dann wäre er immer noch da. Dann könnten wir uns hier noch verteidigen. Bam, weg damit. Goldbrand. Machen wir so. Ich bin der Panzer. Jawohl. Der euch kommt er nicht durch? Goldbrand, um die hier zu töten. Hätten wir da noch ein bisschen Kontrolle. Und dann auch mal vorsichtshalber den Baum hitten, damit er da auf jeden Fall nicht durchkommt, dass wir den Eisenatronachen dann auch wirklich benutzen können. Die Mutter der Nacht wird uns leiden. Gut für ihn. Aber auch gut für mich. Das ist jetzt keine starke Kreatur. Euer Ende naht. Der eine Schaden, also Lucien, der macht seine Sache. Auch wenn er verstummt ist, der macht sehr, sehr zieht sein Ding durch. Aber er sieht rosig für uns aus. Ich meine, wenn er da jetzt reingeht, überlebt er. Und die könnte er höchstens töten. Wir würden aber 15 Schaden machen. Die hier könnten wir easy peasy wegbekommen. Doch nicht so easy peasy. Alles doch nicht so leicht. Wow. Okay, das ist jetzt alles doch sehr riskant. Und wenn wir jetzt mit 12 Schaden reingehen, wäre das natürlich geil. Wäre das natürlich geil. Wir könnten uns mit Nahagleaf auch noch verteidigen. Ruhelosen Templer noch raushauen. Er hätte dann aber Möglichkeiten. Wir haben die Chance und die müssen wir nutzen. Ich hätte vorher die eine Kreatur angreifen sollen. Spürt meine Klinge! Machen wir das mal so, reduzieren ein bisschen. Das
was ihr euch verbergt, mach mal so. Wird euch nicht retten. Mach mal so. Und... falls sie da durchkommen, schützen wir nochmal unseren Eisenatronach. Gucken wir mal. Jetzt hat er 4 Karten, hat also Möglichkeiten. Das bringt ihm jetzt trotzdem nicht so viel. Da kann er seine Histheine ruhig aufploppen. Der muss meine Kreaturen aufhalten. Für die Schwarze. Also, der könnte ihn töten, der könnte ihn töten. Also, da hätte er halt einen stylischeren Tod. Soll er sich einfach von unserem Eisenatronachen vergewaltigen lassen? Los! Ich wusste, dass er sowas hat. Ich wusste es einfach. Jetzt hat er Sackentzug. Kann also ein bisschen Leben generieren. Ob er jetzt mit den 2 Magiker, die er hat, noch irgendwie was reißt. Also, wenn er da sowieso nicht vorbeikommt, dann kann ich die beiden hier reinballern. Wenn er den hier nicht schafft, zu vernichten. Schafft er scheinbar auch nicht. Dann bricht er sowieso durch. Also, den töten wir und dann, bam, weg ist er. Euer Ende naht. Ein hart erkämpfter Sieg. Ihr kämpft gut. Leute, das war doch spannend, ey. Das war richtig spannend. Okay, und... bam! Coole Sache! Ah, das gute alte Spellsword-Deck. Das war noch eine Zeit. Jetzt habt ihr leider ein komplettes Duell verpasst. Und das war richtig episch. Also, tut mir echt leid. Aber hey, wir haben 7 Gold gewonnen. Das ist doch gut, das ist gut. Okidoki, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir doch, falls ihr neu seid, ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Ansonsten verlinke ich noch ein paar andere Videos. Einfach mal reingucken. Die sind auch richtig, richtig gut. Und öffnen hier noch ein bisschen was. Oh, ein Todesstoß. Oh, das habe ich noch nicht. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Euer LineTube, auf Wiedersehen.